So, herzlich willkommen, Freunde. Heute zeige ich euch ein neues Programm, was ich bekommen habe. Das ist ein Teamspeak-Hack. Der heißt Teamspeak 3 Solution V4.6. Den öffne ich mal. Zuvor gesagt, wenn ihr den benutzen wollt, ihr dürft nur auf einem Server sein, also nicht auf mehreren Servern sein, weil sonst bekommt das Programm Probleme und kann den richtigen Server nicht finden. Deswegen nur auf einem sein. Ich zeige euch das jetzt erstmal. Wir können hier erstmal noch Name und so einen Kack eingeben, aber das können wir auch einfach holen lassen. Genau. Und was wir machen wollen, ist den Berechtigungsschlüssel eingeben. Aber wir haben keinen. Und das Programm besorgt uns einen. Und deswegen tun wir erstmal unsere IP verstecken, dass wir nicht zurückverfolgt werden können. Und versuchen einfach mal, ob es klappt. Also ich habe es an ein paar Teamspeaks ausprobiert. Es hat bisher jetzt immer geklappt. Und mal sehen, ob ich hier... Ich probiere es jetzt an zwei. Also an diesen und dann noch einen. Ja, mal sehen, ob es klappt. Wie ihr seht hier, ich habe keine Rechte. Noch nicht. Ah, genau, es ist schon einmal gekommen. Kopiere ich jetzt einfach mal. Eingefügt. Berechtigungsschlüssel erfolgreich benutzt. Habe die Rechte Admin. Ich werde diesem Admin gleich mal die Rechte wegnehmen. Und ihn bannen. Ja, einfach bannen. So, gut, dann probieren wir das Ganze auf einen neuen Server. Gehen wir einfach mal auf den hier. Genau. Mal sehen, ob es hier auch klappt. Dürfte auch gehen. Wir versuchen jetzt nochmal hier die Daten zu ändern. Ja, haben wir auch die neuen bekommen. Hide IP bleibt drin. Inject einfach bloß wählen. Hoffentlich klappt das hier auch. Also wie gesagt, bei den anderen TS-Servern hat es auch immer geklappt mit dem Schlüssel dann, dass ich einen richtigen bekommen habe und keinen falschen oder irgendwie. Hier ist wieder ein anderer, neuer gekommen. Ich hoffe mal, dass der jetzt geht. Benutzen, eingeben. Erfolgreich benutzt. Alles klar, schon wieder funktioniert. Serverleiter. Bei mir scheinen die Icons hier einfach noch nicht zu gehen. Oh ja, er hat auch Server-Admin hier. Dann werden wir ihn halt, Gruppe, diese scheiß Teamspeak, raus und er wird gebannt. Jo, das war's, Freunde. Bis zum nächsten Video. Macht's gut.